Das ist auf jeden Fall unseres. Da sehen wir Bobby, Nema, Ava 7. Oh, das Spiel steuert sich. Disturbine, wer ist das denn? Distur. Ach ja, richtig. Alena, ja. Jo. Oh Mann, sind wir eine große Geschichte hier inzwischen. Was hat Jo denn da für eine Haarpracht? Naja, Jo ist ja auch weiblich, ne? Ja. Stimmt. Wir hatten ja mehr weibliche Charaktere als im Zuschauerbereich anwesend. Stimmt. Bobby war dann neben Ava der einzige männliche. Aber ohne Nase, da war was. Oh, stimmt. Du kannst dich aber gut an Sachen erinnern. Jo kleine, ist... unwichtige Details. Nee, warte mal. Jo steht rechte Schulter-Armprothese. Wo steht denn das mit der Nase? Bei Bobby. Bobby war der ohne Nase. Ja, Bobby ist ein Testsubjekt gewesen. Brad Bobby Gregory. Und hat eine abgeschossene Nase. Sehr schön. Oh, also. Michi, du musst noch das Spiel aktualisieren. Wieso? Du spielst nur Fire Emblem. Nee, eigentlich. Nee, steht ja beides im Titel, aber darunter steht in Lila noch Fire Emblem im Stream. Das deine stimmt. Stream-Info wurde erfolgreich aktualisiert. Habt ihr mal F5 gedrückt? Sieht jetzt ist es da. Das war eben auch, als ihr es angesprochen habt. Ich hatte das gedrückt eben schon vorher. Na da. Nee, Mini, dich gab's noch nicht. Obwohl, ich glaube, vielleicht warst du ein Hausschwein, wenn ich Schweine. Ich wollte gerade sagen, genau, stimmt. Die Schweine, die sich von Leichen ernähren. Da, No Ach, Name, ja, das da Mini-Mi. Mini-Mi macht immer mit No Name neue kleine Ferkel. Genau. Und ich war sehr, sehr unglücklich darüber, wie du Schweine hältst. Wieso? Genau. Du hast sie die ganze Zeit eingesperrt gelassen. Nein, die haben doch jetzt hier, guck, die sind nicht raus. Da ist auch ein kleines Ferkel 1 wieder. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich draußen ist. Das ist, was ist denn das sonst? Ach, ja, okay, das ist da drüber, ja. Ja, das ist da drüber. Ich hab auf den falschen Bildschirm geguckt. Dann haben wir hier die Sonnenlampen. Nur Leichen, nur vergammelte Leichen zu fressen bekommen. Das war eine Zeit lang so. Das fand ich auch nicht schön. Die harten Anfangszeiten. Kartoffelpflanze, Heugras und Reispflanze wird angebaut. Und hier haben wir auch neue Kiefern. Das klappt alles ganz hervorragend. Die Batterien sind voll. Wir haben trotzdem das Risiko eines schweren Zusammenbruchs leider bei Jo. Warum denn? Was ist denn das Problem bei ihm? Sein geliebter Toni ist gestorben. Und er lebt einfach... Ist der überhaupt schon bei uns? Hast du den nicht irgendwie verreckt? Ich bin gar nicht sicher. Ich glaube nicht. Was? Wer? Also Toni? Er mag es hier jedenfalls nicht. Das kann ich aber auch verstehen. Er wohnt in der größten Baracke, die wir zu bieten haben. Und wir haben immer noch warme Kleidung fehlt. Ja, und das Schlimme ist ja, wir haben ja auch schon wieder August oder den Jugust. Jugust, ja. Es ist Ende Sommer. Winter is coming. Generell sind wir aber gut ausgestattet, was Metall angeht. Wir haben Energie... Stimmt, Nema schlief im Batterienraum. Hier haben wir ja auch, also wir haben ganz viele Geothermie-Generatoren. Da sollte eigentlich wenig schief gehen. Sogar noch die Option zu einem nächsten. Jo geht erstmal, ist aufgestanden und trägt Stahl zur Lagerzone, den wir hier deklariert haben. Vielleicht auch gar nicht schlecht, das noch im Sommer zu machen. So, warme... Wen haben wir hier? Sam und Aaron. Sind die eingesperrt oder gefesselt? Ja, ist unser Knast da unten rechts. Ist die Frage, wann die rekrutierbar? Ja, lass wir mal gucken mal. Wo wir waren. Gefängnis. Ja. Sie stehen beide auf Rekrutieren und wir haben auch jemanden, der sich darum kümmert. Das klingt schon mal gut. Ich glaube, die Werte sind doch schon recht niedrig, wenn ich es richtig... Widerstand 12,5. Das dauert noch ein bisschen, aber der andere ist, glaube ich, schon niedriger. Aaron schon auf 6. Warum fanden wir die denn gut? Einer ist ein guter Bergbauer und der andere... Was ist? Ava 7 kommt reingestürmt? Was sind denn diese... Was ist hier denn los? Wieso ist denn hier so... Seit wann gibt es denn Ausrufezeichen?
Was bedeuten die denn? Oder haben wir irgendwo gespeichert? Ich habe doch bestimmt irgendeinen Cliffhanger gemacht. Wahrscheinlich wurden wir gerade überfallen oder sowas. Da, die fliehen! Die fliehen! Vor wem? Warte mal, geh mal in deinen Quest-Log oder so. Bitte? Sonst, er kann auch eben in seinen Nachrichten gucken, in dem Quest. Was da steht. Schlawawiner gegen das Klippenvolk hat einen eigenen Abschnitt. Das ist ja krass. Ne, hier steht erstmal nichts. Wir schauen mal aufmerksam, ob ihr irgendwas seht. Aber mir, ich erinnere mich auch dunkel. Behandlung benötigt von Jo. Jo wurde also angegriffen. Kann es vielleicht sein, dass es gerade einen Ausbruch gibt aus dem Gefängnis? Nee. Das ist es! Das Muffalo ist es! Ach so, was? Das Muffalo ist mad. Wieso hast du ein wildes Muffalo in deinem Haus? Das wäre Frage Nummer 1. Das erklärt aber, wieso sie weglaufen. Ja, wenn der so ein gigantisches, das muss man sich vorstellen, so ein Büffelwesen ist im Haus und macht da gerade Rampage. So viel zum Elefanten im Porzellanladen, ne? Aber es ist fluffig, oder wie war das? Das ändert nichts daran, dass es durchdreht. Es kann doch so fluffig sein, wenn da so 500 Kilo auf dir liegen. Naja, auf jeden Fall gibt es auch gut Fleisch. Ja, und da wurde Bobby angekratzt. Yes, da haben wir's. Meine Güte. Da geht man mal ein paar Minuten früher ins Bett und schon dreht wieder irgendein Muffalo durch. Mhm. War das eines von deinen oder ist das wirklich einfach ein wildes, was einfach sich so das dachte, ist das Wilde. Die sind zuletzt gekommen. Jo ist tot, oder was? Was geht hier denn? Jo muss doch behandelt werden und schaut aber den Wolken zu. Nema liegt auf einer Stromleitung rum. Und guckt in die Sterne. Ich brauche halt neue positive Energie bei diesem ganzen Kram hier. Man muss aber einfach jemanden zum Retten losschicken. Aber das war genauso, den Cliffhanger irgendwie. Und was dann mit dem, so habe ich die letzte Episode beendet, was dann mit diesem wild gewordenen Muffalo passiert, das sehen wir beim nächsten Mal. Jetzt war ich ja selber so überrascht, dass ich mich da nicht mehr dran erinnere. Aber wir wissen Bescheid, was nächstes Mal passiert. Was? Was ist denn hier los? Ich suche anscheinend Wolkenschafe, schreibt Minnie. Schlachten wäre nicht schlecht. Wo schlachten wir denn gerade? Wo ist denn hier die Küche? Über dieser Durchgangszaun. Aber da ist kein Schlachtplatz. Nein, der ist weiter oben. Hör, hör. Noch ein Stück. Links. Weiter. Hör. Doch. Da. Alles vergessen. Man darf so wirklich nicht. Sehr furchtbar. Ich habe auch schon beim Starten gedacht, so, ja, müssen wir uns erstmal orientieren, wo wir überhaupt standen und was überhaupt gerade erforscht wird und so weiter und so fort. Genau, was wird eigentlich erforscht? Mikroelektronik. Oh, das ist ja schon sehr fortgeschritten. Wozu denn Mikroelektronik? Was wollten wir damit machen? Die Orbitalhandelsbarke und die Funkanlage waren, glaube ich, zwei unserer, so wie der Hightech-Forschertisch. Ach. Das, was wir wollten. Okay, das ergibt durchaus Sinn. Ich glaube, also Hightech-Forschertisch, vielleicht solltest du einfach noch ein paar Runden mit dem Feuer spielen, bevor du dich an Nuklearsachen ranwagst. Aber... Nur eine Prellung für Bobby. Also alles gut. Also, na, hast du noch ein weiteres Mal abgerufen. So,
Sind wir jetzt wieder bereit, die Geschwindigkeit auf die zweite Stufe zu erhöhen oder trauen wir uns erstmal nicht weiter? Wir hatten doch irgendwo eine Putzfrau eingeteilt. Wer soll, war das denn? Da, Disturbine. Wusste ich's doch. Die isst jetzt und danach soll die mal gefälligst sauber machen. Distur. Ach, Schweinerei da. Ist ja nicht zum Aushalten. Und nee, mal sucht die Wolkenschafe, hat Mini noch geschrieben. Das habe ich dir sogar schon vorgehört. Habe ich. Ich bin so fertig noch, ehrlich gesagt. Die ganze Geschichte mit Fire Emblem hat mich gerade sehr mitgenommen. Lies doch alles vor, in dem Schafe vorkommt. So, das noch tiefgekühlt, auch sehr gut. Hier gucken wir einmal kurz. Ja, unser Heizungssystem funktioniert. Ein bisschen fehlt Energie. Unsere Batterien werden gerade benutzt, warum auch immer. Ist unser Stromsystem unterbrochen oder? What's the problem? Wieso, die Batterien sind ja noch halb bis mehr gefüllt. Ja, aber ich frage mich überhaupt, warum sie benutzt wurden. Normalerweise werden die ja erst angezapft, wenn der Rest nicht mehr reicht. Ah, nee, man macht's dem Jo alles ein bisschen schöner. Was haben wir hier schon für Kämpfe erlebt? Das habe ich alle schon Kämpfe erlebt. Ein Buffalo im Lager. ein Menschen auf Entzug, der sich durchs Lager futtert. Ach so, Uran hier, deswegen dauert er so ewig. Und irgendwie versucht diese Person gerade ein bisschen von seinem Entzug abzulenken. Kann gar nicht. Bin ja gespannt, wenn Michi den ersten hat, der genetisch Drogen nehmen muss. Ich freue mich schon drauf, wie ich die ganzen Add-ons noch nachhole, aber dann eins nach dem anderen, weil ansonsten ist es bestimmt einfach alles zu viel. Oh Gott, oh Gott. Ich meine, es ist schon wichtig, dass wir das hier machen, aber könnt ihr das nicht machen, wenn da nicht Leute hier versuchen zu schlafen? Sind immer am nächsten Tag so krummelig, ne? Ja, vor allem jetzt ja pennen alles. Ja gut, es ist zum Glück noch Sommer, da geht sowas mal. In Zukunft sollten wir das... Jo schläft bei minus 1 Grad draußen. Ja, ich schlafe schlaf auch bei 15 Grad. Das ist doch fast dasselbe. Das erzähle ich ihm das nächste Mal, wenn er im Chat ist. Ihn bei minus 1 Grad draußen schlafen lässt, während er gerade versucht, seine Wunden auszukurieren. Meinst du, er würde wollen, dass Ava 7 jetzt aufsteht und ihm das macht? Damit er nicht draußen in der Kälte schlafen muss? Wahrscheinlich schon. Ja, gut. Auch wenn zugegebenermaßen Bobby ihm die Wände abgerissen hat. Aber auf Anweisung. So, bitte sehr. Jetzt ist er auch wach. Das hat's ja gebracht. Hat immer noch 2 Prellungen. Wenn sich 500 Kilo Muffalo auf ihn draufgelegt haben, wundert es mich auch nicht, wenn er noch ein paar Prellungen hat. Oh, ich finde das schön. Aber reißt die Steinwände ab, also die Felswände, und baut dafür Steinmauern.
Nee, das war der Uran, den ich da abgebaut habe. So, ach, den wolltest du haben und einlagern. Jo ist vollständig geheilt. Mini Alina. Hat ja in seiner Siedlung aktuell auch ganz viel Spaß. Wer? Mini? Nachdem er ungefähr gefühlt 2/3 des Spiels Raid nach Raid hat, hat er jetzt heute einen Angriff von 45 durchgedrehten Yorkshire-Terrieren gehabt. Oh, vergesst die Raccoons letztens nicht, ne? Genau. Und dann, glaube ich, gestern oder so hatte er, was waren es, 15, 16, 17 durchgedrehte Raccoons, die auf ihn draufgegangen sind. Also irgendwo hat Mini jetzt anscheinend aktuell die Zeit der durchgedrehten Tiere. Und es werden immer mehr. Und es werden immer mehr. Wir brauchen dringend Wolle. Stell dir mal vor, so 50 durchgedrehte Muffalos. Oh Gott. Schauen wir mal. Wenn du Wolle haben willst, musst du Schafe halten. Oder diese Pflanze anbauen. Wie heißt das? Baumwolle. Ich glaube, deine Felder sind dir möglicherweise aktuell zu wichtig, als dass du die für Kleidung opfern möchtest. Ja, aber wir kriegen ständig diese warme Kleidung fehlt Meldung. Ja, solange da nicht steht, leidet an Hyperthermie, ist noch alles okay. Na gut, dein Wort in Gottes Ohren. Haben wir jetzt September? September haben wir jetzt, so ist es. Na gut, Schweine, wenn man sie schlachtet, bringen halt nur Leder. Leder hält nicht sonderlich warm. Ich fürchte, du brauchst halt schon sowas irgendwie wie Alpaka, Muffalos oder halt Schaf. Läuft doch. Läuft alles. Was ist das eigentlich hier im Buddha-Zeichen, ne? Wenn er meditiert. Wir haben 1200 rohe Kartoffeln, Freunde. Wie geil ist das bitte? 1200! Würde ich eigentlich gibt's mal Vorrat. Was Was sagst du, Nehmer? Na, endlich mal was zu essen. Endlich mal. Oh, Alena hat eine Prügelei mit Bobby angefangen. Was? Ihr habt euch halb tot geschlagen, ihr Idioten! Prellungsbruch? Einen guten Grund gegeben. 4 Prellungen und 2 Brüche hat hast du davon gezogen, Alena. Und Bobby? Mhm. Ach du Scheiße. Das ist die Frage, wer sieht schlimmer aus? 3 Brüche, ich würde Bobby sagen. Ja. Alter, warum? Da hast du Bobby aber gut zusammengestaucht. Gut? Wenn du so gewalttätig bist, guck mal in den Social-Reiter. Ihr wisst, dass ich Psychopathin und Beraterin war? Ja. Bobby beleidigte Alenas Ehrlichkeit. Das brachte Alena so sehr in Rage, dass sie eine Prügelei begann. Okay, ich scheine einen Grund gehabt zu haben. Du hast gesagt, Bobby, du siehst scheiße aus mit deiner abgeschossenen Nase. Und diese Ehrlichkeit hat Bobby ein wenig in Rage gebracht. Das steht da. Genau, nach der Aussage hier ist Bobby schuld. Du hast eben auch mitgekriegt, dass du unsere Putze bist. Sehr schön, 450 Reis auch da. Ah, uns geht's mehr als gut. Wir können, glaube ich, sobald hier alles geerntet ist, Baumwolle anpflanzen. Okay. Das ist ja, so Michi, nope. Ja, Michi hat dich eben dazu verdonnert,
Du bist die Putzer. Alles vernünftig aufzuräumen. Das ist eine Explosion! Oh oh. Alena halb tot mit gebrochenen und geprellten Körper. Macht sie als einzige hier die Feuerwehr. Verwirrung. Mann. Jo hat Verwirrung. Jo hatte einen Zusammenbruch und geht verwirrt umher. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war hässliche Umgebung. Oh Gott. Der arme Jo. Also ein paar schöne Fußböden im Aufenthaltsraum. Ja, dafür brauchst du ja halt auch Stoff. Hm. Dafür brauchst du Stoff? Baumwolle. Ja, für Tapete, ja. Ja. Für... Na, wie heißt das? Also für Teppichboden. Dieses andere Teppichboden. Diese andere in dem Raum ist noch nicht mal vollständig ein Boden drin. Vielleicht wäre das ja schon trotzdem ein Fortschritt. Noch ist jetzt, sagen wir mal so, Erde. Bisher hat mich auch nur ein paar Betonplatten verlegt. Ich finde es immer noch sehr seltsam, dass ich im Raum mit den Batterien schlafe. Aber ja. Hey, du hast den schönsten Raum von allen. Jetzt beschwer dich nicht noch. Der schönste Raum von allen. Ich sehe da ziemlich viel Dreck. Also, ja, das liegt ja daran, dass du nicht putzt. Ich? Disto ist doch unsere Putze. Nee, nee, dein Charakter das heißt Haushaltshilfe. Putzt tatsächlich nicht. Disto ist unsere Saubermachkraft. Wo ist denn Disto schon wieder? Die macht bei den Schweinen lieber sauber als bei dir. Das liegt doch bei den Schweinestall mit Heu aus. Ich glaube, damit kann niemand leben, dass die Schweine... Geht das? Kann man den mit Heu auslegen? Ja, ja, das sorgt dafür, dass nämlich auch niemand mehr im Stall sauber macht. Oh, cool. Dann könntest du sich mal um die wichtigen Räume kümmern. Ja. Ja, da brauchen wir aber erst Heu, ne? Heugras haben wir aber. Muss nur geerntet werden. Du hast ja nur 562 im Lager. Stimmt, wie legen wir das denn aus? Wie geht das? Boden. Tekt. Stroh. Alles überall oder wie? Da, wo die Schweine sind. Also alles im Innern von den Schweinen. Geil. Um die Schweine im Innenbereich. Ja, haben wir gemacht. Ach, in die Schweine geht's auch. In die Schweine kommt es auch irgendwann. Ist nicht überall ein Saustall. Ja. Oh ja, das geht hier. Die Turbine legt direkt das Heu aus. Sehr stark. Denkt sich auch, muss ich weniger Risiko putzen. Eines schweren Zusammenbruchs von Alena. Die Schmerzen übermannen sie. Da, womit werde ich denn jetzt bestochen? Alena verprügelte brutal Bobbys Oberkörper. Wie schön genau das ist, Bobbys schlug, Oberkörper. Genau, Bobby schlug gnadenlos Alenas rechten Ringzeh. Was? Wow. Ja. Moment, Bobby verfehlte Moment. Alena das mit muss man seiner sich gerade vorstellen. Bobby steht vor Alena, bückt sich und haut auf den Zeh, den linken Zeh und nicht den großen Zeh, nicht den mittleren Zeh, Ringzeh. Nein, den Ringzeh. Alena fast den kleinsten. Alena quetschte Bobby und verletzte dabei seinen rechten Arm und den rechten Oberarmknochen. Also ich würde sagen, meine Angriffsziele sind effizienter gewählt. Definitiv. Also, ich habe zwar nicht viele Selbstverteidigungskurse gemacht, aber noch niemand hat mir gesagt, ich solle bitte auf die Zehen zielen. Kann weh tun. Wenn ich eine Schrankecke parat hätte... Alena ist ein medizinischer Notfall. Medizinischer Notfall, wo ist der Doktor? Wer Alena. Ist der Alena ist der Doktor. Jo! Nein! Oh. Jo ist gerade verrückt. Wir brauchen einen dritten Arzt. Oh nein. Das muss ich machen. Alena, ich muss dich retten. Entkleide das Alena. Mm. Ja, ich glaube, das funktioniert anders. Du weißt schon, dass ich noch unzufrieden bin, dass wir miteinander Schluss gemacht haben. Ich hole jetzt trotzdem mal den Medizinerkasten. Da war ja Seamox was. Hat definitiv recht, hier tun sich definitiv Abgründe aus. Also ich weiß nicht, wie diese Kolonie funktionieren kann bei den ganzen Querelen hier. Ja, ich weiß auch nicht, was Disto jetzt mit meint mit lasst mich Arzt, ich bin durch. Nee, Disto, die einzige Methode von Arzt, die einzige Methode, die Disto an Arzt kennt, ist draufhauen, bis es tot ist.
Das Irre ist ja, dass wir hier der Tundra trotzen wollten und das aber nun gar kein Problem darstellt, aber wir an unserer eigenen Zwischenmenschlichkeit zu scheitern drohen. Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Das ist eine Phase. Macht das alles hier noch hübsch und dann legen sich auch die Gemüter in eine bessere Stimmungslage. Gut, also die Expansion ist erstmal auf Eis gelegt, jetzt wird schön gemacht. Brauchen die Schweine ein Rotlicht oder irgendwas? Rotlicht? Was? Eine Wärmelampe. Ach so. Ich korrigiere das mal in gewogenen Gefühlen. Ich dachte, wir gerade Schweine in Strapsen. Miss Piggy. Eieieiei. Und dabei fing es so dezent im Chat an. Wieso liegt hier Heu? Das habe ich vollständig übersehen. Ich glaube, ich habe schon einen gewissen Filter dafür entwickelt. Dreimal darfst du raten, wer es geschrieben hat. Distur. Ja. Mhm. Ich glaube, mit Distur käme ich im Real Life auch gut klar. Schweine mit Lippenstift. Okay. Okay, ja, irgendwie lande ich jetzt aus bei Miss Piggy aus der Muppet Show. Muppet Show. Oh, die war furchtbar. Du mochtest die Muppets nicht? Oder Miss Piggy? Nee, vor allem Miss Piggy. Was ich immer nicht verstanden habe, ist, warum ist Kermit bei den Muppets, aber halt auch in der Sesamstraße? Warum nicht? Die Sachen haben nichts miteinander zu tun. Und damit passt das jetzt perfekt, dass Xymox schreibt, wie war das vorhin? Chillig und erwachsen? Ja, genau. Ja, ja. Also erwachsen haben wir definitiv voll getroffen. Ich glaube, wir brauchen. Und wir sind bei der Sesamstraße angekommen. Guck dir Bobby an, was du mit ihm getan hast. Er ist ein Flickenteppich. Stimmt, die ganzen schönen Pflaster. Oh, jetzt schmeißt du schon wieder mit Hufeisen an Bobby, ist Kopf vorbei. Bobby, geh doch zur Seite. Ich kann es gar nicht mit ansehen. Was steht das auch im Haus? Es ist draußen minus 40 Grad, du kannst gerne rausgehen. Oder du baust einen Extraraum für sowas? Nein. Wir wollten doch gerade die Expansion auf Eis legen, damit wir mal endlich ein verdammt vernünftig aussehendes Haus. Guck dir mal diesen. Also, ich bräuchte für diese Kolonie bräuchte ich echt einen Stadtplan. Ich denk mir nur, ich guck nicht auf die Ungeraden. Die Kolonie sieht geil aus, danke auch. Die ist extra so gebaut, damit ihr nicht frieren müsst, ihr Dösel. Ja, das ist alles noch im Wachsen und im Werden. Stein um Stein. Kann Jo jetzt mal wieder nicht mehr verwirrt sein? Das ist ja anstrengend. Naja, wir haben ja auch ihren Mann verrecken lassen. Ich glaube, wir haben ihn sogar zerschossen. Obwohl sie es so wollte. Jo ist nicht mehr verwirrt, endlich. Entspannt sich sozial. Das klingt doch gut. Wir haben noch mehr Heu bekommen. Oh Gott, wir haben so. Wir haben alles im Überfluss, Leute. Alles. Distu schrieb übrigens gerade, wenn also Bobby, sich jetzt in die Wohnung legt, haben wir einen Flickenteppich, um den Raum zu gestalten. Ach so, wenn Bobby umzieht nach hier oben, ja, dann könnten wir hier einfach den Kühlschrank vergrößern, schlage ich vor. Dann würde ich das hier abreißen. Was denkt ihr? In was für einem Durchgangszimmer ist Bobby denn gelandet? Das war, weil er, weil wir ein Bett brauchten. Da hatten wir hier oben diese Lebensplanung noch nicht. Genau, und er war schlecht drauf, weil er ständig beim Schlafen gestört wurde. Ich weiß nicht, ob es da jetzt viel besser ist, aber etwas. Hau doch mal die ganzen Steine oberhalb von der, was ist das, Nähstation? Nee, Botscherstation da kaputt. Das hier? Dann kriegst du ein bisschen. Meinst du das? Ja.
Und dann? Warum? Dann ist ein bisschen mehr Platz. Aber dann ist der Raum auch nicht mehr so warm. Also die paar Steinchen werden keinen Unterschied mehr machen. Na gut. Können wir nicht alles mit Stroh auslegen? Das ist doch super praktisch. Nee, hat negative Auswirkungen okay. auf Aussehen. Jo kocht uns erstmal was Leckeres. Mit Kartoffeln und Reis. Wir haben 76 einfache Mahlzeiten. Das können wir mal auf 100 erhöhen, so viele Leute wie wir sind. Die Frage, läuft da eigentlich was zum Jagen draußen noch rum? Willst du jagen bei minus 16 Grad? Wir haben tagsüber. Die Frage ist gerechtfertigt. Wir haben nur, denke ich, genügend Kram. Muffelos und Karibus sind da, die greifen alle an. Soll ich euch den Desktop statt dem Kamerabild lieber freigeben? Dann habt ihr den Soundtrack auch dabei. Ja, nein, vielleicht? Ich mach einfach. Wie meine Frau. Sie weiß nicht, wissen nicht, was sie wollen. Überleg dir nur über die Vor- und Nachteile. So, bitte sehr. Jetzt sollte der Sound auch haben. Widerstand wurde auf 4,3 reduziert. Warum wird denn hier bei uns so wenig gebaut? Ist da dieses Glätten? Ich habe das Gefühl, das Glätten der Steine dauert länger, als wenn ich alles abgerissen hätte und neu gebaut hätte. Das ist auch so. Okay. Vor allem kannst du in geglättete Wender, glaube ich, auch keine Stromkabel reinziehen. Auch. Kannst du. Doch? Okay. Ja. Dann. Ich habe schon lange nicht mehr mit geglätteten gespielt. Doch, ich benutze die. Ich habe mich gefragt, ihr hattet mir ja mal erklärt, dass wenn ich was abreiße, dass da eventuell dann unter was Neues hinsetze, dass mehr Materialschwund eventuell dabei ist. Ja, nur wenn es von jemandem gebaut wird, der keine Ahnung hat. Weiß zwar nicht warum, aber ich habe trotzdem keinen Sound. Nein, nicht mit dich. Ich auch nicht. Was? Hab schon laut gedreht. Ich hab auch volle Lautstärke. Ja, ich auch. Tut mir leid. Ja, war ein Versuch wert. Ist auf jeden Fall nicht ganz so pixelig wie das andere. Was? Okay. Ui, ja, Hilfe! Tot. Laut! Ja! Anwesend! Ach! Okay, ich glaube, deine 200% machen mehr aus als bei mir. Oh, guck mal, wie schön es jetzt aussieht. Es wird weiß, wie bei uns in den letzten 5 Tagen. 24 Stunden. 24 Winter, Stunden ist schon wieder Neuschnee gekommen, oder was? Nö, bei uns lag ungefähr nur 24 Stunden Schnee. Ach so, ja, das war. Wir haben aber einen dicken Schneemann gebaut. Na, cool. Wir waren an dem Tag in der Sauna. Das passt auch. Und ich war im Kino. Ich habe das Neutramin mal verboten, nicht, dass das einer zu sich nimmt. Was auch immer das macht. Das ist nur für die Medizinherstellung. Ach so, dann erlauben wir es. Soweit ich weiß. Ja, ich meine es auch. Ich frage mich, ob... Kann jetzt mal irgendjemand dir die Objekte wegtragen? Das ist doch wohl nicht deren Ernst. Ja, wahrscheinlich ist Dystopine immer noch damit beschäftigt, sauber zu machen. Die soll hier sie muss ja alles alleine sauber machen.
kein Lagerplatz verfügbar, der frei oder dafür vorgesehen wäre. Hier ist doch jede Menge Lagerplatz. Hm? Brocken. Alle Brocken. Stein? Oder was? Okay, ja. Mini ist noch wach. Er fragt, was mit ihm ist. Okay. Mini hat sich zu den Schweinen in Strapse nicht geäußert. Ach so. Deswegen habe ich überlegt, ob er noch wach ist. Die nicht weggetragen werden? Sandsteinbrocken. Vielleicht gibt es einfach andere, dringendere Aufgaben. Nein, wenn ich aber Rechtsklick sage und wegbringe, dann kann er ja nicht stehen, ist kein Platz für vorgesehen. Wenn ich hier... Ist es denn noch in der Lager... Also ist es noch in der Homezone? Kann es das vielleicht sein? Das kann es sein. Ja, ist Dicke in der Homezone. Dicke. Wenn du mal eine neue Dumping Zone machst, einfach daneben. Ach, und? Moment, du hast Steine zugelassen. Ja. Nee, Brocken. Brocken. Das passt ja auch sofort. Ja, Brocken ist. Da sind jetzt aber keine Brocken drin. Jetzt sind Brocken. Okay, ich mache immer direkt Dumping Zone. Wo steht denn das? Wenn du halt unter Architektzonen gehst, dann halt. Entsprechend Abfallzone. Genau. Jetzt geht's. Merkwürdig. Ja, muss da irgendein Filter drauf sitzen oder so. Vielleicht das hier mit den Trefferpunkten oder übel und schlecht, das könnte es sein. Ja. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Musst du das halt wieder hochstellen. Ja. Ja, ich glaube, weil du da wahrscheinlich irgendwie... Da wollte ich, dass der den Schrott raustragen, damit der da kaputt geht. Friedensgespräche. Wollen wir da hin? Oh Gott. Da sind wir? Ja, da sind wir. Und hier gibt es Friedensgespräche mit dem Tolchebund. Aber wir haben weder Tiere noch... Obwohl, wir könnten wahrscheinlich jemanden hinschicken, wenn wir wollten. Aber ich würde noch mehr Ruhe reinbringen wollen. Was denkt ihr? Ja. Haben wir überhaupt Transportschlepptiere? Nein. Ja, das macht's nicht besser. Ja, zumindest... Ich hoffe, um die Tiere wird sich auch gekümmert. Nicht, dass die wieder verwildern. Diese hier? Die Schweine. Wer soll sich denn da kümmern? Und wie kann ich das einstellen? Das macht doch Alena, oder nicht? Weil wir hatten... Es geht nur darum, dass halt unter Training der Haken gesetzt ist und das darf halt nicht... Zahmheit, ja. Wird sich drum gekümmert. So. Genau, wenn da dann irgendwann mal eins oder so steht, dann muss mal jemandem die Priorität hochgedreht werden. Okay. Mhm. Dass sich um die Tiere gekümmert wird. Der Vorteil daran ist, wenn halt eben, wenn es anscheinend Alena ist, dass ja dann auch ihr Skill mit dem Tierezähmen steigt und dann irgendwann doch auch muffelos gezähmt werden kann. Für warme Klamotten. Aber jetzt packt die alles von hier nach da, das ist doch auch Quatsch. Furchtbar. Kann ich das auch zur Abfallzone machen einfach? Ja, indem wir hier kopieren und da einfügen. Und's. Du kannst auch einfach die Settings kopieren. Ja, genau, habe ich jetzt gemacht. Besser. Aber das erklärt auch, warum der ganze Kram liegen bleibt. Ja. Wirst du schon von einem Vierbeiner belagert? Schleicht dich gerade an. No Name hat ein Junges zur Welt gebracht. Turbine hat zu viel zu schleppen, jetzt verreckt sie gleich.
Typen ist. Was? Das können wir aber nicht zulassen. Glaub, hier ist es ganz schön kalt. 9 Grad. Vor allem putzt dann keiner mehr. Alena schläft gerade auf dem Gang. Moment. Ach so, oh, nee, das geht ja auch nicht. Wir kommen nicht mal mit dem Ernten der Kartoffelpflanzen hinterher, so gut geht's uns. Und hier ist schon wieder die nächste fertig. Wir mit unseren 1000 Heu und... Kannst ja dann auch vielleicht mal was qualitativ Hochwertigeres kochen lassen. Ja, tatsächlich könnte ich bessere Mahlzeiten einfach kochen, ne? So eine... Was ist denn lecker? Oh, was war das? Das ist ein Vierbeiner gewesen. Ja, ja. Eine leckere Mahlzeit einfach, ne? Ja. Ja, ist doch das nächste Bessere. Das war du kannst dich dann natürlich noch zwischen vegetarisch und so ist bei uns Dingen austoben. Ja, ist glaube ich jetzt hier nicht so richtig. Tatsächlich wäre ich dafür, dass das Fleisch mal benutzt wird, bevor es durch einen Kühlschrankdefekt nachher nochmal kaputt gehen sollte. Heugras ist verrottet, wie kann das denn passieren? Wahrscheinlich, weil es draußen liegt irgendwo. Und wieso fressen die immer noch Reis? Können die nicht jetzt Heugras essen, die Schweine? Na egal. Ja, aber wahrscheinlich ist es da noch so eingestellt, dass das... Stimmt, ist die Frage, was da eingestellt ist. Nahrung habe ich eingestellt. Rohe Nahrung, Heu. Vegetarisch, Kartoffeln und Reis kriegen die gerade. Das ist natürlich ja, schlecht. Aber kein Heu. Heu kriegen sie jetzt. Sollen sie also aufessen? Dann kriegen sie nur noch Heu. Aber musst du schon sagen, wir hatten trotzdem genug Kartoffeln und so weiter. Ja, ja, stimmt, wir haben genug Kartoffeln. Ja, aber ein Mensch ist nicht ganz so zufrieden damit, Heu zu futtern. Was haben wir denn hier jetzt Schönes noch gefunden? Ist das Gold? Oh ja. Es hat sich ja noch gelohnt, hier die Wand auszuhebeln. Da kann man ja was Schönes kaufen, wenn das nächste Mal Händler vorbeikommen. Mhm. Will jemand Nehmer einmauern? Das finde ich immer so krass, dass die das machen. Also, mir ist das tatsächlich mal passiert, dass ich nicht mitgekriegt habe, dass jemand eingemauert wurde. Und ganz der genau. Ist dann halt. Mir auch. Ja. Nee, so weit ist es nicht gekommen. Es kam nur irgendwann die Nachricht, dass es jemand nicht so gut geht. Da. So. Schön mit Heu. Füttert die Schweine mit Heu. Alena hat den Widerstand des gefangenen Aaron gebrochen. Rekrutierungsversuche werden nun eingeleitet. Gut gemacht, Alena. Was hast du mit Aaron gemacht? Willst du nicht wissen. So, wird langsam sauber in unserem Zuhause. Ein Biber! Oh, oh. Biber? Alpha-Biber. Was? So viele? Aber die ziehen nur durch. Wollen wir mit... Wir brauchen die eigentlich nicht. Aber was tun die? Die sind einfach nur hungrig, oder? Ja. Die ziehen auch nur durch, hieß es. Und wie war das vernichten auf dem Weg dabei alle Bäume? Ja, können sie ja gerne machen. Dann schießen wir schön mit der MG. Der Wiedergenesene. Aber nagen die sich durch die Holzwände noch durch? So Biber-technisch? Das wäre heftig. Lecker tiefgekühltes Heu, sagt Easy. Auch spannend. Wir haben aber kaum noch, also es wäre nur noch das Lager hier unten, was aus Holz wäre und Innenwände, die irrelevant wären. Der Research-Tisch. Stimmt.
Alena versuchte, Aaron zu rekrutieren. Aaron hat angenommen und tritt Alenas Gemeinschaft bei. Seit wann ist das denn deine Alenas Gemeinschaft? Also, ich kann sehr überzeugend sein, offensichtlich. Jetzt macht die hier ihre eigene Gemeinschaft. Guck mal, Easy TJ ist noch da. Schnee, lange her. Lecker, tiefgekühltes Heu. Schön, Easy, dass du dabei geblieben bist hier bei RimWorld. Okay, wir sind also schon bei den Borg angekommen, laut Distur. Gut, also ist Aaron, was kann Aaron denn? Bergfrau. Über was haben denn Alena und Aaron gesprochen? Oh, Alena zeigte, Alena zeigte Interesse an der Ausdauer von Aaron. Oi. Oh, Aaron. Also, ich würde mal weiblich. Sagen. Natürlich. Willkommen in Jos und. Willkommen in Bobbys und Avas Harem. Dann bin ich jetzt dafür, das wird jetzt Xymorx. Das wird jetzt Xymorx? Ja. Aaron wird Xymorx? Ja. Gut. Bio? Umbenennen. Wir haben ja sowieso schon sämtliche Zugehörigkeiten über den Haufen geworfen, aufgrund der Übervielzahl an Frauen. Eigentlich müssen wir es umdrehen. Die beiden Männer, die diese Kolonie besitzen, müssten die Frauennamen kriegen und alle Frauen kriegen Männernamen. Okay. Ja, das wird passen. Es sind zwei Männer aktuell. Michi sieht irgendwie nicht begeistert aus. Also Xymorx, ab jetzt Besucher. Wirst du mit uns leiden. Ein selbstloser Jäger der Fraktion Tida besucht die Kolonie. Er heißt Nebulous Strike. Er scheint ein paar Waren zum Handeln dabei zu haben. Da ist er, Nebulous. Hat er irgendwas Besonderes? Ist ein genialer Fernkämpfer, selbstloser Jäger mit eisernem Willen und Körpermodifizierungen. Er verweigert einfache Arbeit, Intellekt und Kunst. Ein spezieller Typ. Hat eine Geliebte und sonst kennt ihn auch keiner. Hat viel Silber dabei und Bisonwolle. Eine Melone aus Bisonwolle, geil. Ah, das wäre. Ah, gut, jetzt haben wir Baumwolle angebaut, jetzt brauchen wir die Biber auch nicht mehr. Ein Koma-Scharfschütze. Xymorx ist voll dabei. Hochmotiviert. Was ist mit Mini? No Name! Die Sau No Name liegt handlungsunfähig an und blutend. Social? Nee, Körper? Wo steht das? Logbuch? Ich glaube Logbuch. Erfrierung! Sie ist trächtig im ersten Trimester, kann sich nicht mehr bewegen, hat starke Schmerzen, hat schwere Hyperthermie. Dann hol doch mal das verdammte Schwein rein! Wieso ist denn das da liegen geblieben, dieses Dusselschwein? Ich schick jemand zum Retten hin. Rette No Name, Alena. Kann nicht retten. Keine Schlafplätze für Tiere verfügbar, die erreichbar wären. Dann drinnen im Haus ist ja ganz einfach Architekt. Zu setzen. Und dann Schlafplatz? Unter, Möbel. Strukturen. Tierschlafplatz. Genau, da. Genau. Und da kannst du. Genau. Mehr. Mehr. Save the pig. Genau, save the pig. Nicht der Rüssel ist abgefroren, nein, du musst keine Rüssel abfrieren. Dann bin ich ganz unglücklich. So, aber du musst jetzt wahrscheinlich den Befehl nochmal. Distur sagt, das stand da. Xymorx sagt, habt ihr keinen Grill zum Aufwärmen? Ich vote dafür, dass Xymorx auf dem Schlachtplatz verarbeitet wird. What? Auf dem Grill. Sag mal. So, der gute Ja? Ich mache erst einen und dann müssen wir gleich gucken, ob jetzt wirklich der Rüssel weg ist von dem Schwein. Nebulous hat keine Bauteile dabei, aber Medizin, die würde ich durchaus ihm abkaufen wollen, wenn wir können. Können wir aber kaum. Du hast auch Gold zum Handeln. Das stimmt. Distur fühlt sich von den Muntermachern angesprochen.
Penicillin, eine... brauchen wir das? Penicillin? Nehmen wir. Den Rest brauchen wir, glaube ich, nicht. Eine Mütze aus Stoff vielleicht noch. Oder eine Melone aus Großkatzenfeld, falls wir Plus mit noch bekommen wollen. Ach, das ist, die gehört sogar uns, sehe ich gerade. Was? Wann hatten wir denn eine Großkatze? Tja, guck mal, dann kannst du die doch verkaufen. Aber du wahrscheinlich hat die jemand mitgebracht. Ja. Aber die ist doch super. Die hält doch wahrscheinlich warm. Nee, die Schafspellmützen, die du aufgesetzt hast, bringen halt mehr. Okay. Das Ding liegt da nicht drin, weil es warm ist, glaube ich. Jetzt können wir es uns auch leisten. Dann. Guck nochmal in No Name rein. Ganzer Körper, trächtig, erstes Trimester. Nase ist abgefroren. Nein, der Rüssel. Der Rüssel. Wie das jetzt wohl klingt? Michi, ich mache dich dafür verantwortlich. Das ist komisch. Bobby, die abgefrorene Nase. No Name, die abgefrorene Rüssel. Ich glaube, bei Bobby war es eine abgerissene Nase. Nee, abgeschossene Nase. Vorratskapseln. Oh, wow, so viel. Wowser. Jetzt mal gucken, was drin ist. Ja. Stimme auf ein. I like. Bierwürze, jede Menge. Oh, das brauchen wir jetzt. Bier. Ich hätte ehrlich gesagt nichts einzuwenden gerade. Wir machen hier kein Bier, ne? Ich habe ja auch einen Dwarf Fortress Spielstand, aber das ist nicht, das hat gar nicht. Hier haben wir noch kein Bier gemacht, korrekt? Nein, wir haben auch kein Bier. Aber ich finde es gut. Da haben wir Michi gerade aus der Abhängigkeit wieder rausgeholt und dann gleich in die nächste rein. Ja, das Spiel schickt Bierwürze. Ja, das Schwein hat keine Steckdose mehr. Armes Nautlet. Hauptsache, wir saven das Kind. Mann. Ich habe trotzdem Mitleid mit dem Schwein. Das finde ich immer so doof. An diese Sache hier kommen wir jetzt nicht ran, richtig? Ja, das hättest du vorher bauen müssen. Du musst erst wieder ein Stück Wand abbauen. Aber es ist eigentlich eh nur optisch, weil das scheißegal ist, richtig? Also es ist ja auch... Mich würde das stören. Mich, also, das ist ein anderes Thema. Mich stört das auch. Ja, aber, dann reiß eine Wand ab und dann lässt es dahin. Aber es müsste nicht, korrekt? Vermutlich damit der Raum nicht funktioniert. Läuft. Müssen die beiden Schlafräume nicht noch geheizt werden? Das müssen sie tatsächlich. Sehr richtiger Einwand. Es war mit der Energie zuletzt knapp. Aber ja, ich denke auch, wir sollten die Schlafräume heizen jetzt für den Winter. Verdammt, jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte. Das passiert. Was für Aufgaben macht denn jetzt Xemox? Gute Frage. Er sollte auf jeden Fall, wo er sehr gut ist, ist Bergbau. Das soll er ständig machen, bitte. Also Xymox ist ein Zwerg. Ja, deswegen kam auch das Bier. Er ist tatsächlich gar nicht so ein schlechter Arzt. Das ist super. Sogar besser als Alena derzeit. Dann haben wir einen neuen primären Arzt. Das ist doch gut. Ja, das finde ich tatsächlich auch gut. Okay. Tierpflege kann er auch zumindest ein bisschen machen. Auch jagen ist ja durchaus nicht schlecht, aber das lassen wir mal.
Ja, und dann Transport, ne? Ja. Forschen ist auch nicht schlecht, aber Forschen haben wir mit 10 und 17 schon sehr gute Sachen. Wir haben immer noch keinen Guten, der bauen kann, außer mir. Dabei will ich halt eigentlich forschen. Bobby könnte forschen statt mir. Das wäre gut. Ja, obwohl. Ja, schwierig. Schwierig. Aber gut, danke für die Erinnerung. Das war wichtig. Ist das auch sein Bett hier? Besitzer wählen Xymox. Minenarbeiterin stand da gerade. Ximux entspannt sich erstmal ein bisschen. Aber die können bis jetzt immer noch nur Hufeisen werfen, ne? Schach spielen können wir hier auch. Ach, stimmt auch. Ich kann RimWorld nicht mehr ohne den Soundtrack von Dwarf Fortress spielen. Das ist echt hart. Er passt so gut. Das war unüberhörbar eine Katze. Ja. Das kann gar nicht sein. Ich fände es auch schön, wenn sie nochmal schnurren würde. Hier sind übrigens die Biber bei uns, die Alpha-Biber, mitten im Gehege. Und sie haben schon drei der Bäume weggefressen, diese Wichser. Oi. Und der nächste. Und hier auch. Das ist ja frech. Schlimmer als eine Heuschreckenplage. Die fressen halt die ganzen Bäume, Karl. Weg. Platt. Und dann hauen sie aber ab, ne? Brauche ich einfachere Sachen. Wir können die auch gerne mit der MG abknallen. Mir ist das wurscht. Nieder mit den Bibern. Nieder mit den Bibern. Unser Fleischvorrat ist auch minimiert. Auf 1. Na komm. Eins. Also machen wir das. Und zum guten Gewissen spielst du dann als nächstes Tipperborn. Das würde ich super gerne spielen. Das habe ich auch schon, das Spiel. Ich schleiche tatsächlich das immer noch drum herum. Würde mich auch interessieren. Aber 10. Februar kommt ja erstmal mit dann was Neues. Oh oh. Das Alpha-Biber rächt sich. Zugegeben, Mama, ich würde mich auch rächen, wenn auf mich geschossen wird. Oh oh. Bobby muss fliehen. Er wird vom Alpha-Biber getötet. Bobby, komm her. Du Irrer. Warum geht die Tür nicht auf? Er ist halt langsamer. Nein! Dadurch, dass er angeschlagen ist. Jo, was tust du? Also ich würde vielleicht noch ein, zwei zum Angreifen mehr hinstellen. Nee, passt schon. Meine Fresse. Naja, schießen wir einfach Bobby über den Haufen. Bobby ist gerade seine Pflaster losgeworden. Ximox, es geht ein Biber-Butzer-Mann. Neuer Teppich. Ich weiß nicht, das Tour. Auf jeden Fall eine Menge Blut zum Wegwischen, das Tour. So, das ist das Lied, das mache ich extra für Bobby jetzt weg. So. Ich habe mein Versprechen gehalten. Das Tour wünscht sich, dass du mal checkst, ob jetzt an Bobby mehr kaputt ist als nur an die Nase. Ganzer Körper Blutverlust, Hals, Biss, Kieferbruch. Au.
Na, der Rest geht, sind Kratzer. Aber ist auch schon bös. Mhm. Warte mal, Ximox war doch Arzt jetzt, oder? Jawohl. Da sind die nächsten Biber. Wer möchte sich diesmal drauf... Wie war das? Nicht ein alleine. Es sind fünf noch. Solange sie die Basis nicht angreifen, lassen wir es. Tot 2 Stunden? Hä? Ich weiß nicht, wovon Mini redet. Tot in 2 Stunden? Bobby, du musst Bobby retten. Echt? Er, anscheinend steht unter seinen Health-Konditionen, dass er ein Verfallsdatum hat. Oh Gott. Alena versuchte Sam zu rekrutieren. Sam hat angenommen. Das ist schön. Was kann Sam denn? Oh, Bobby ist anscheinend tot. Nee, Bobby liegt gerade wahrscheinlich irgendwo. Guck doch mal. Im Sterben. Genau. Schick da mal wen dringend hin. Körper? Oh, da steht jetzt nicht. Achso, der ist schon. Ist, also, bis auf die Schussnarbe alles. Da war Ximox schnell. Mhm. Ximox ist ein guter Arzt. Der kümmert sich um auch um Patienten, auch wenn Ava es absolut nicht auf dem Schirm hat. Halt! Was ist denn mit mir jetzt los? Der nächste. Ein Plusi! Plusi! Hallo Plusi! Wir haben gerade von dir gesprochen, als es darum ging, einen Katzenhut zu verteilen. Wir haben doch gerade einen neuen gekriegt, ne? Stimmt. Sam! Ich würde sagen, wir haben gerade unseren Plusi bekommen. Stimmt. Samantha, natürlich eine Frau. Samantha Sam Paxton. Oh nein. Ein Waldläuferkind und Hexenschützin, ja. Kann gut mutieren. Also ist das jetzt eine Plusmine? No. Ich muss aber Plusi noch. Plusi, guck mal bitte, das ist was ganz Schlimmes. Das ist wirklich schlimm. Was kommt jetzt? Ich mache euch die virtuelle Kamera noch zusätzlich an. Guckt da bitte. Seid ihr bereit? Mein Analog Pocket. Plus Mits Case. Oh nein! Was passiert? Beim Anstecken ist das einfach in 2 Teile gebrochen. Oh. Oh nö. Ich frage mich, ob ich was falsch gemacht habe, aber es war halt super eng und dann ist es einfach zersprungen. Und es war nicht richtig drum. Also, um genau zu sein, ging es halt auch nicht richtig rein. Anscheinend hat Plusi noch mehr davon. Gibt es da andere Materialien, die weicher sind? Und kannst du vielleicht... wollen wir das dann nochmal an... Also, in Analog Pocket kann man super mitspielen. Macht richtig Spaß. Gerade Gameboy-Spiele. Aber für GBA-Spiele, wo man die Schultertasten benutzen muss, ist irgendwie immer... Da will man was hier in dem Grip haben, so wie beim Steam Deck oder sonst wo. Ne? Bei den, oder halt normalen GBA. Und das, was hier ist, da gibt es einen Druck vor... eine Druckvorgabe, damit man den da reinsliden kann von oben. Und dann hat man halt das so in der Hand und kann dann hier einfach die Schulterknöpfe. Ja, Plusi, dann lass uns da nochmal reden, dass wir da größere Toleranzen reinkriegen. Und könntest du diesen Teil vielleicht auch einen guten Zentimeter noch verkleinern? Dass der hier einfach einen Zentimeter kürzer ist. Auf beiden Seiten. Weil das ist mir sogar, habe ich gemerkt, wenn ich es jetzt einfach reinlege, ist mit meinen kleinen Wursthänden ist das leider immer, ist das ein bisschen zu groß sogar. Okay. Machen wir dann mal. Schauen wir mal. Tut mir leid, ich habe es ganz vorsichtig reingemacht, aber es ist dann einfach, es war ein schlimmer Moment. Marlene saß vor mir und dann knallte das und ihr ist auch so ein Splitter ins Gesicht geflogen und sie hat direkt geschrien. Es war furchtbar. Nee, ich glaube, da würde ich auch schreien. Ja. Die arme Maus.
Disturbine steht da rum, macht nichts. Und es ist alles im Dreck. Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein, Distur. Sie ruht sich halt gerade aus. Sie wirft mit Hufeisen. Nix da. Die stand da nur. Ja, sie stand und hat Hufeisen geworfen, hast recht. Ist mir egal. Und was macht Plus mit jetzt für Aufgaben? Stimmt, Plusi kann nicht Feuerwehr machen, das verweigert er. Ist Plus mit Pyromane? Was? Die Leute, die meistens keine Feuer machen, sind häufig Pyromane. Gucken wir dann gleich mal, da haben wir ja drei von. Plus mit kann halt super gut Tierpflege. 10, das ist schon, das ist super. Dann ist das die Nummer 1. Dann muss Alena das nicht mehr so stark machen. Die brauchen wir für andere Dinge. Kochen kann er auch ganz dezent. Halt echt guter Fernkämpfer. 10. Sogar unser neuer bester Fernkämpfer, wenn ich das richtig sehe. Nur Bobby. Nein! Super gut. Fernkampf. Plusi, du wirst der neue Jäger. Bauen kann er leider wieder nicht. Und hier ist er auch schlecht. Die Tiere jagen. Großkatzen. Wenigstens Handwerk kann er ein bisschen transportieren. Dann transportiert er noch, wenn er nicht gerade jagt oder die Tiere pflegt. Oder macht mit sauber. Mit Disturbine. Gut. Guckst du jetzt mal bei Plus mit, ob er ja. Pyromane? Er ist Feuerwehr verweigert er, aber er ist kein Pyromane. Er ist ein sorgfältiger Schütze. Ich glaube, der Hinweis von Distur war aber auch nicht schlecht, so von wegen mal zu gucken, wer welche Waffe als Ausstattung der Distur ist Pyromane. Nur mal so. Seid froh, ich habe ein Spiel gerade, da habe ich 6-7 Leute und nur eine Figur, die Feuer löscht und ein Pyroman. Das reicht. Ich habe mal eben das ganze Lager abgefackelt. Alter, Walter, was ist hier denn los? So viel Schrott. Das könnte schlecht sein, ne? Wegen dem Windrad. So, jetzt mach doch endlich mal hier die Bude sauber. Ich werd irre. Sehr witzig. Ich hab diese Kolonie nicht gegründet, um in meinem eigenen Blut zu ertrinken. Vielleicht musst du doch mal einen zweiten mit zum Putzen abkommandieren. Dann macht Plusi das jetzt. Reinigen. Und Nema auch. Alle jetzt mal ein bisschen öfter reinigen. Was? Bis es hier sauber ist. Ich weigere mich. Bis es sauber ist. Ich weigere mich. Dieser Saustall. Ich lebe gerne bei Schwein. Plus mit ist bewusstlos in unserer Butze zusammengestellt. Der hat kein Bett. Wir expandieren zu schnell. Ja, die Schlafavina-Community ist groß. Ja. Irgendwann setzen wir Michi ab. Plusi möchte auch ein Bett, sagt er. Ich will im Bett. Ich brauche mein Schönheitsschlaf. Entschuldigung, da muss ich husten. Wir bauen jetzt so ein Tierbett, so ein Katzenbett für Plusi. Warum werden immer noch die einfachen Mahlzeiten, da ist mal eine gute, aber wieso wird das nie öfter gemacht? Das ist komisch.
Jetzt kommt wieder es eine. Kommt auch darauf an, in welcher Reihenfolge. Die essen die direkt wieder, ne? Das ist der Unterschied. Die machen die und dann werden sie aber auch direkt wieder gegessen, weil sie die lieber haben wollen. Ja. Außer du verbietest es ihnen. Heugras, Kartoffel, alles erfroren. Warme Kleidung. Gott, die Baumwollpflanze braucht ja ewig. Ja, die ist nicht so schnell. Wo sind unsere Bäume? Wo sind all die Bäume hin? Wo sind sie geblieben? Scheiß Biber. Laufen die da eigentlich noch rum? Ja, da sind sie. Rettet! Wieso brauchen wir hier eigentlich zwei Heizungen und haben aber in diesen Räumen überall keine? Das ist ach so, weil wir hier den Geothermie-Generator haben. Aber das, dann könnte ich doch auch einfach hier die Mauer wegreißen. Ist das alles ein Raum? Was ist denn hier für eine... Ist viel zu kalt. Versetzen. Hallo? Ja, das, was du da mit den Pflanzen gemacht hast, da bin ich irgendwann nicht mehr durchgestiegen. Ja, aber es scheint ja genial zu sein. Guck mal, was wir für schöne Sachen haben. Auch Wahnsinn ist eine Art von Genialität, ja. Absolut, da bin ich bei dir. Endlich macht ihr mal sauber, guckt euch das an. Unsere Wohnung ist kaum wiederzuerkennen. Alle machen sauber. Gewöhn dich nicht dran. Alle machen sauber und der Überfall kommt von West... Siehste? Die haben was dagegen, dass wir sauber machen. Ja, die denken sich, Mensch, hier ist aber ein schönes Plätzchen. Aber wie es mit denen ausgeht, das erfahren wir, wenn es das nächste Mal weitergeht. Mit Rimworld im ewigen Eis. Da wird sich doch keiner mehr dran erinnern. Wir werden sehen. Nächstes Mal heißt es, wieso rennen die alle weg? Schön, vielen Dank euch. Ja. Du. Distur sagt auch schon mal fürs nächste Mal, dass wir es auf jeden Fall wieder vergessen. Check die Waffen. War auch so eine schöne Nachricht, glaube ich, die da so mehr oder minder rot am Rande aufgeleuchtet hat. Ach. Ja, macht's gut. Freut mich, dass es gefallen hat, Easy TJ. Komm gerne auf den Discord vorbei. Eigentlich, oder guck mal im YouTube, was alles schon gewesen ist. 2 Jahre schöner Streaming-Spaß auf diesem Level sind schon hinter uns. Da hast du jede Menge, was du da nachgucken kannst, wenn du da Bock drauf hast. 2? Müsste es nicht bald 3 sein? Ja, es sind fast schon 3. Es werden jetzt 3, ja. Und wir sehen uns morgen Abend, wenn es heißt Xbox Direct Event, was hat Microsoft in den ersten 6 Monaten noch so auf Lager? Forza wird da unter anderem gezeigt und mal sehen, was sie sonst noch so in petto haben.